Herzlich willkommen bei Brent Mundorfs Astma Physik Astro TV. Hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr hineingerutscht. Und wer schon was von den Stern Eta Carinae gehört hat, der wird sicherlich auch den Carina-Nebel kennen, da sich Eta Carinae in diesem Nebel irgendwo befindet. Der Carina-Nebel befindet sich im Sternbild Gilt des Schiffs und hat eine Entfernung von knapp 10.000 Lichtjahren. Auch wenn natürlich die Angaben zwischen 6.500 und 10.000 etwa schwanken. Der ist am Himmel viermal größer als der Mond. Und obwohl der Carina-Nebel wesentlich größer und auch heller als der Orion-Nebel ist, wurde er sehr spät entdeckt. Das liegt an der südlichen Lage des Carina-Nebels. Entdeckt wurde es im Jahr 1751 von Nicolas Louis de La Salle auf seiner Reise zum Kap der Guten Hoffnung, und da hat er den Nebel als La Salle nach seinem Namen 3.6 bezeichnet. Der Carina-Nebel ist vom Aufbau her extrem komplex. Es handelt sich um ein großes Sternentstehungsgebiet, so wie der Orion-Nebel zum Beispiel, das ist ebenfalls ein riesen Sternentstehungsgebiet, und im Carina-Nebel befinden sich auch extrem viele verschiedene Einzelobjekte, die wir uns hier in dieser Abbildung uns genauer ansehen werden. Man hat hier zum Beispiel die offenen Sternhaufen Trumpler 14. Dort befindet sich ein Doppelstern namens HD93129. Das ist ein spektroskopischer Doppelstern aus zwei massenreichen Sternen der Spektralklasse O. Der hellere von den beiden Komponenten hat 5 Billionen Sonnenleuchtkräfte und ungefähr 80 Sonnenmassen. Links oben befindet sich der offene Sternhaufen Trumpler 16. Dort ist auch der massenreiche Stern Eta Carinae, den ich am Anfang erwähnt habe. Aber zu den Eta Carinae gehört nämlich auch noch der Homunculus-Nebel. Das ist ein bipolarer Massenaufbau von Eta Carinae, was man in der Abbildung sieht. Bipolar heißt, dass es da in zwei Richtungen geht, also dass es zwei Pole hat. Und dieser Homunculus-Nebel sind die Reste, also Überreste von einem Ausbruch des Sterns aus den 1840er Jahren. Und durch diesen Ausbruch wurde Eta Carinae zum zweithellsten Stern am Nachthimmel. Aber zum Eta Carinae gehört auch noch der Hufeisennebel. Das ist so ein hufeisenförmiger Ring aus Material, das ebenfalls aus einem Massenauswurf von Eta Carinae stammt, und es hat eine Ausdehnung von etwa 2 Lichtjahren. Aber neben diesen Objekten, die ich gerade gesagt habe, gibt es ja auch noch den Keyhole-Nebler. Das ist der Schlüssellochnebel, also ein dunkler Teil des Carina-Nebels. Taglobulen, da findet Sternentstehung statt. Und hier ein Herbig-Haro-Objekt, sieht man hier eindeutig. Das ist auch so viereckig eingerahmt. Also ein Herbig-Haro-Objekt, wie könnte man es erklären, das ist so ein Nebel um junge Sterne herum. Weil nämlich dort hat massiv Sternentstehung stattgefunden. Wenn ich jetzt so kurz erklären würde, was ein Herbig-Haro-Objekt ist. Der gesamte Carina-Nebel hat aber einen erstaunlichen Durchmesser von ungefähr 300 Lichtjahren und ist dadurch auch ungefähr 12 bis 13 Mal größer als der Orion-Nebel. Das ist schon gewaltig. Vor allem auch, dass es dort extrem viele Sterne der Spektralklasse O gibt. Im Carina-Nebel sind schon bereits 3 Wolf-Rayet-Sterne der Spektralklasse Bn gefunden worden. Also dieser Wolf-Rayet-Stern, das sind solche extrem massenreiche Sterne, die schon bereits eher am Lebensende befinden und auch extrem instabil sind. Aber das war es jetzt erstmal zu den Carina-Nebel. Hab das hoffentlich sehr umfangreich erklärt, sodass euch das auch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr es wollt. Und wir hören uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao.